Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge beim Kebab-Restaurant-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter. Wir haben letzten Tag drei neue Gerichte gelernt. Die habe ich jetzt schon mal hinzugefügt. Und zwar einmal das Hähnchenbrust zur Bandensuppe und gegrilltes Fleisch. Jetzt heißt es aber so schnell wie es geht, das neue Restaurant oder beziehungsweise unser neues Restaurant wieder öffnen und die echten ersten Gerichte servieren. Oh mein Gott! Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ja, wie, wer bin ich? Das ist meine Wohnung. Ich wohne hier, Alfredo. Du wohnst hier? Ach so, ich habe den Schlüssel bekommen. Hier wurde mir gesagt, ich kann aufs Klo gehen. Ja, okay. Ich habe noch nicht gespült, sorry. Ist kein Problem. Ich gehe auch immer einfach fremde Wohnung aufs Klo und spüle da nicht. Aber, was? Ach, nee, bist du die Neue? Kommt jetzt drauf an, von was die Neue? Naja, vom Restaurant. Ach so, ja genau, Arbeitsamt hat mich geschert, gesagt, ich kann hier Geld verdienen. Oh, Arbeitsamt, naja gut, hoffe mal, pass auf, folgendes. Du bist also neu aushilfskraft im Restaurant. Wir müssen so schnell wie möglich Restaurant aufmachen, ich habe das selber erst seit drei Tagen. Also, naja, wie, genau, du hast selber keine Ahnung davon? Gar nicht. Das klingt ja erfolgreich. Moment, ich habe zwei extrem erfolgreiche Tage hinter mir, ich habe neue Gerichte gelernt. Und wir können jetzt direkt loskochen, wenn du willst. Ja, also von Wolken kann jetzt nicht die Rede sein, aber... Das muss, ne? Boah, erster Tag und die Arbeitsmoral schon wieder. Da könnte ich... Kannst du kochen? Ich meine, du bist... Hast du schon mal gekocht? Na, ich gehe meistens zum Dönermann meines Vertrauens rüber und hol da Döner. Ja, sieht man. Manchmal aber auch Dönerbox, manchmal... weiß ich nicht, worauf ich Bock habe. So, sieht man. Willst du sagen, ich bin fett oder was? Nein, du hast nur sehr, sag ich mal, ausgeprägte, bestimmte Bereiche an deinem Körper. Starrst du mir auf die Titten, oder wie? Hallo? Wie soll ich da dran vorbeischauen? So, komm mal mit. Wir müssen hier so schnell wie möglich. Komm mit, die erste... Pass auf, das hier ist das neue Restaurant. Ne? Das habe ich aufgemacht vor zwei Tagen. Wie das hier? Das ist das neue Restaurant. Das sieht aus, als wenn das gerade vom Gesundheitsamt geschlossen wurde. Das war geschlossen, das ist jetzt wieder offen. So, komm mal rein hier, mach mal Licht an. So, pass auf. Das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal einkaufen. Wir müssen einkaufen. Wir brauchen Zutaten und zwar nur die besten. Ja, okay. Dann komm mit. So, ja. Nur die besten Zutaten. Hier drüben ist der Fleischer unseres Vertrauens. Mhm. Leonardo, mein Freund, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. So, das ist Leonardo. Zu dem musst du immer nett sein. Der hat ein bisschen übertriebene Preise, aber ansonsten ein ganz netter Kerl. Hi, Leonardo. Was geht? Heute Nachmittag schon was vor? Hallo. Was das denn? Leonardo, stör mich doch nicht. Mal, Leonardo ist die Neue hier drüben vom Restaurant. Lass dich einfach nicht beirren. So, zwei Ribeye bitte einmal einpacken. Zwei Ribeye habe ich. Zwei Ribeye und dann machst du hier noch, mach mal drei Hähnchenbrust. Brust oder Beine? Beine, Hähnchenbeine. Drei, okay, habe ich. Jetzt so, Leonardo, gibst du Geld jetzt dafür? 670? Ja, der ist ein bisschen teuer, aber ist gute Qualität. Ist halt nicht hier aus dem, ist halt kein Fastfood, weißt du? So, das kannst du direkt einmal reinschaffen und dann geht das direkt weiter hier. Da müssen wir in den Supermarkt noch. Was hast du da mit dir für Preise, dass du hier Plus machst? Ja, warte mal ab. Hier geht kein Essen unter 100 Dollar raus. Und wie viel? Ja, unter 100 Dollar. Wo sind wir hier? München oder was? Nee, das ist hier. Das ist die italienische Sterneküche auf dem höchsten Niveau, wie du es jemals sehen wirst, junge Dame. Italienisch? Türkisch. Italienisch. Also ich bin türkisch-Italiener. Italien-Türke. Also ein türkisch-Italiener. Weißt du nicht, ist Mischung. Mutter so, Vater so. Ach so. Ja. Okay. Gut, alles klar. Grüß dich, Raphael. Wie geht's dir? So, pass auf, wir brauchen für Tomatensuppe, wollen wir heute neu machen, brauchen wir Milch. Milch, ja, wie viel? Zweimal Milch. Zweimal Milch. Zweimal Butter. Butter, zweimal, Butter. Ja. Ja, Kochtopf da oben, den Kochtopf. Ganz oben links, hab noch keinen Kochtopf. Du hast noch keinen, okay. Merke ich ja. So, Chili, Pfeffer brauchen wir auch noch. Chili-Pulver. Also, Chili-Pulver brauchen wir noch. Einmal reicht, ja, was brauchen wir noch? Scheiße, war es noch was? Nö, brauchen wir nicht mehr. Gut, war es, kannst bezahlen. War, okay, cool. Ach. 490. Ja, das ist unfassbar. Ist ein guter Kochtopf. Ein guter was? Koch. Kochtopf. Kochtopf. Schaff das Zeug in die Küche. Das ist außerdem der Jeremy. Nee, wie heißt der? Wer ist Jeremy? Der Hensler-Kochtopf ist das. Jeremy Hensler? Nein, der Hensler-Kochtopf. Gibt sich doch. Wie heißt denn dieser eine? Gibt sich doch so einen Star-Koch? Jeremy irgendwas heißt der? Jeremy? Kenn ich nicht. Jeremy? Na, ist egal. Tomaten? Ja, wie viele?
We need tomatoes. Sechs, ja. Noch was? Hast du? Nee, das war's. 18. Endlich mal anständige Preise hier. Ja, 2 Euro für eine Tomate ist jetzt aber auch nicht günstig. Ja, aber besser als 100 für ein Ribeye. Gutes Fleisch, hallo, das ist Tri-Age. Das ist abgehangen, das ist vom Feinsten. Was ist das? Tri-Age? Tri-Age, das ist ein trockenes Alter quasi. Ja, so wie du, ne? Ja, bei den meisten Frauen ist das ja auch das Problem im Alter. Trocken. So, pass auf, Fleisch hier rein. Eins kannst du schon mal zuschnippeln. Du machst heute Steak hier. So, pass auf. Ich mach mal die Speisekarte fertig. Wir servieren heute Hühnerbeine als Hauptgericht, gegrilltes Fleisch und Tomatensuppe. Okay. So, das ist schon mal die Speisekarte. So, das heißt einmal Steak schneiden, 3 Gramm Salz, 3 Gramm Pfeffer da drauf. Warte doch mal, ich bin doch gerade noch am Auspacken hier. Ja, schmeiß ruhig die Sachen hier runter, ist kein Problem. Ich hab was runtergeschmissen. Wow! Hey! Die Schüsseln. Das sind die Schüsseln von meinem Vater. Da kannst du ruhig mal ein bisschen mit Respekt hier umgehen. Ja, der ist, ich war das nicht. Mann, ey. Ja, du, ihr wart nie was, ihr neuen Küchenhilfen. Oh, hier. Oh. Was jetzt? Das war ich. Was machst du denn? Ja, das fällt hier immer raus. Du musst das einfach einzeln rausnehmen. Wo ist denn da das Problem, bitte? Ja, das... kommt da hinten rein, genau. So, dann haust du mal bitte Holzkohle da rein. Da hinten machst du den Grill schon mal an. Holzkohle rein, Grillanzünder rein, anzünden. So, wenn das schön glüht, kann es losgehen. Fleisch schneiden, 3 Gramm Salz, 3 Gramm Pfeffer, hatte ich gesagt, ne? Ja, kann sein. Genau, das, so wird das gemacht. So, warte mal, und ich muss hier noch ein bisschen was kaufen. Und zwar, so. Was ist das denn? Servierstation. Brauchen wir hier auch nochmal 2 Stück, glaube ich. So, perfekt. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp, schnippel den Schnupp. So, schnipp, schnupp. So, Pfeffer. Ah, sehr gut machst du das. So, danke, was brauche ich denn? Warte mal, ich muss erstmal meine Tomatensuppe hier ready machen. Speisekarte, Tomatensuppe. So, 3 Gramm. Okay. Was soll ich jetzt machen? Also ein Fleisch... Hast du beide? Beide, ja. Ja, eins auf den Grill hauen. Ja. Passen, nach der Hälfte muss gewendet werden. Muss ja von beiden Seiten schön sein, gell? Ja, Tomate, okay. Fleisch schneiden kannst direkt mit auf den Grill drauf. Tomate auf den Grill. Ja, ist drauf, ist drauf. Okay, alles klar. So, perfekt. Gut. Ich hau dir hier schon mal einen Teller hin. Ja. So, dann hier noch eine Petersilie. Kannst du dann einen abzupfen, wenn das Fleisch fertig ist. Also von beiden Seiten. Fleisch auf dem Teller, Tomaten auf dem Teller, kurz vorm Verbrennen hier. Also, der gute Röstaroma. Wann ist denn verbrannt? Wenn es hinten ankommt, ist verbrannt? Ja, ja, kurz davor, sag ich mal. Also, runternehmen. Also, eigentlich, nee, eigentlich ist dann gut. Oh nein! Okay. Ja, leg sie ruhig wieder drauf, ist kein Problem. Sind ja nicht schon verbrannt. Ja, aber so, das Fleisch ist noch nicht fertig. Ja, das musst du wenden. Hab ich doch. Ich hab dir gesagt, das Fleisch wenden. So. Jetzt. Ist erledigt. Was ist denn mit dem Topf hier? Ja, das ist der Topf für die Tomatensuppe. So, jetzt legst du das schön da drauf, die Tomaten drauf, ein Stück Petersilie abzupfen, auch noch mit drauf. So. So, ordentlich machen, gell? So, Teller von an die Serviertheke. Wie das jetzt das Essen, ja? Ein Stück Fleisch, Tomaten, Petersilie. Willst du meine italienische Küche hier unter Beweis, also hier in Frage stellen, oder was? Ja, natürlich, nee, aber das Essen. Ich hätte da jetzt nicht so Bock drauf. Ja, hast du gar nicht so schlecht gemacht, muss ich echt zugeben. Danke. Jetzt weiß nicht, wie viel ich hier drin habe. An Wasser. 1,2. Oh, perfekt. So, 2 Tomaten schneiden. Komm, yalla. Yalla, yalla, yalla. Wollen wir bitte noch eine? Walla, die Mädchen vom Arbeitsamt. Was, Walla? Walla, die Mädchen vom Arbeitsamt. Walla-Krise. So, 2 Tomaten rein in den Kochtopf. Ah, jetzt habe ich die geschnitten. Ja, rein damit. Ach so, sollen geschnitten sein, ja? Ja, okay. 8 Tomatenstückchen rein. Okay. 8, gut, passt. So, 0,2 Liter Milch, also 200 Milliliter Milch, bitte. Kannst du es da rein? Was war das? Achso, hast du rein? Weil, ja. Es war die ganze Milch. Ja, ich glaube, das sind 0,2 Milliliter Packung. So, okay, was haben wir hier? Butter, 200 Gramm, die fliegt auch direkt da rein. Zerrapp, jetzt hast du die Schüssel da runtergeworfen. Was, wo? Hier. Oh, Entschuldigung. Butter ist drin, Dings ist drin. Was brauchen wir noch? Kochen. Kochen. Was, kochen? Suppe. Ja, kochen, die Suppe kochen. Ach so, ja, mach ich. Ja, die Suppen kochen. Schmeiß da drauf, guck mal, wird das was? Nee. Geht nicht. Da, jetzt. Nee, jetzt Feuer. Ja, doch. Oh mein Gott, das geht? Ja. Ist ja unglaublich. Muss ich da irgendwas machen? Oder ja, einfach nur runternehmen, wenn es fertig ist? Ja, aber runternehmen, wenn es fertig ist. Okay. So, warte, ich hole schon mal einen Suppenteller.
Hier so eine schöne Suppenschüssel. Zap, zap, zap. Da muss das dann rein. So, fertig? Genau, so, dann. Sicher, dass das fertig ist? Ja, siehst du doch. Okay, warte kurz. Achso, warte. Warte. Irgendwie ging's gerade. Warte. So. Oh, jetzt schützt du doch alles aus. Oh Gott, du schützt jetzt alles in den Schritt. Oh, tut das nicht weh? Ich will die Suppe. Die Suppe ist weg. Okay, ich habe die Suppe verkehrt rum ausgeschüttet. War ein Test. Nein, die Suppe war scheiße. Die Suppe war scheiße. Okay. Müssen wir neu machen. Mach gut. Eine neue Suppe. Zwei Tomaten hole ich dir. Ja, gut. So eine Suppe kannst du nicht servieren. Hier. Leg hin, ich schnibbel die. Ja, so eine Suppe kannst du keinem Menschen... Oh, wieso habe ich denn... Wie kann ich denn zwei Tomaten nehmen? Ich habe zwei Tomaten genommen. Okay, gut. Ja, so eine Suppe kannst du einfach keinen servieren. Das ist bodenlos. Okay, gewesen. Du musst erstmal Wasser in den Kochtopf. Ja, 1,2 Liter bitte. Das war zu viel. Nee. Wie, das war zu viel? 0,68? Hä? Ja, Kochtopf wieder ausschütten. Muss wie viel? 1,2 Liter müssen damit einmal. Ja, 1,28 ist okay? Ja, ist gut. Gut. Wird ein bisschen dünner, bleibt ein bisschen mehr. So, das Zeug da rein, ich kipp die Milch rein. Fertig? So, Milch ist drin, Butter rein. Ach, Butter ist drin, fertig machen. Butter ist drin? Achso. Alles gut. Drin, fertig machen. Okay. So gut, Speisekarte. Was haben wir noch? Hähnchen haben wir noch. So, pass auf. Hühnerbein. Oh, nom nom nom, das sieht doch gut aus. Ja, wunderbar. So, wir müssen langsam aufmachen hier. Das ist sonst richtig Krise. So, doch. Jetzt mache ich das nochmal. Suppenteller. Bitte geh da rein. Okay. Was denn? So, ist voll. Gut. Ach, jetzt. Passt. Ach, sehr gut. Eine, pass auf, steht zwar nicht drauf, aber noch eine Petersilie mit rein. Aber meins nicht ist... meins ist nicht, mir das egal. Das ist mir egal, da kommt eine Petersilie noch mit rein. So, perfekt. Okay, Hähnchenbeine können schon mal gewürzt werden. Wie drei denn? Gramm, 3 Gramm Salz, 3 Gramm Chili-Pfeffer. Oh. Okay, die Suppe ist scheiße. 100, 100. Ja, aber sie ist nur, sie ist ein bisschen leider... Ein bisschen kalt. Ja, ein bisschen kalt, macht aber nichts. So, das tun wir da rein. Suppenteller stellen wir erstmal hier hin. Das Schüsse andere war Salz, ne? Rein. Salz und Chili-Pfeffer, ja. So, dann jede Seite backen. Wie lange? Bis fertig ist. Was ist das für eine Frage? Wie lange? Ja, keine Ahnung. Hier ist der Teller. So, aber Hälfte drehen, oder? Wie Hälfte drehen? Ja, wann drehe ich die denn? Ja, Hälfte ist ja logisch. Jede Seite backen. Musst du bei der Hälfte rumdrehen. So, Tomate. Nicht so, klar. Schneide ich schon mal. Oh, Tomate, ich nehme die schnapp. Kannst du die noch mit auf den Grill packen? Es ist wenig Platz. Okay. Hühnerbein, warte mal. Hühnerbein ist doch gar nicht. Ist das, ach, hat sie gedreht? Ja doch, ist schon gedreht. Ich nehme das hintere. Okay, du hast das hintere genommen. Perfekt. Beide Hühnerbeine. Ich habe weiter hingelegt. So, Tomaten aufpassen bitte. Ja, mach ich. Gut. Ist aber auch ein komischer. Konntest du ja keinen anderen Herd leisten, Mann? Das ist ja lebensgefährlich hier. Warte ganz kurz. Ja? Hühnerbeine, Chili, Hühnerbein. Was mehr ist das gar nicht? So. So, mach drauf. Tomaten? Warte mal, die sehen aber nicht so gut aus. Klar. Sind die richtig schön? Naja. Ja. Naja, die gut. Zwei Hühnerbeine gibt's direkt. Krass. Na klar. Warum haben wir dann drei gekauft? Was sind das für eine Anzahl? Ja. Petersilie drauf? Das ergibt schon Sinn. Petersilie drauf, ja. Natürlich, zwei Stück. Das Auge ist ja mit so. Zweimal und servieren. Okay. So, guck mal, die Kundschaft steht schon. Ja, soll ich umdrehen hier, oder jetzt was? Bin ich gespannt. Hitze wieder, scheiße! Ja, weil du bist zu langsam. Hier, komm her, dreh das Schild um. Ja. So, pass auf. Ich sag dir gleich, du kannst... Ah, pass auf. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ja, was du denn? Du gehst direkt rüber, holst doch ein Hühnerbein. Ach, was? Ach, wie, ach, was? Hier, der Herr ein möchte Hühnerbein. Was. Ja, der nimmt sich schon. Ach, der nimmt sich einfach? Ah, okay. Ja, der nimmt sich das. Gut, ich hole noch ein Hühner. Nur eins, ja? Ja, und... wo ist er hin? Was? Wo ist er hin? Wo bist du hin? Ich bin hier drüben. Ja, Tomaten. Wie viele? Acht. Acht, okay. Tomaten. Ach so. Butter und Milch. Ja, wie viel? Einmal. Nee, mach dreimal jeweils. Dreimal Butter, dreimal Milch. Und 8 Tomaten. Ja, ich räume das hier aus. Alles gut. Okay. So. Gut, perfekt. So, das haben wir schon mal, das haben wir schon mal. Gut, dann mache ich mal hier das nächste Steak. Moin, Alfredo.
Oder wer auch immer du warst. Bist du? Bist du da? Ah. Und sei nett zu den Leuten. Hast du das Gefühl, ich könnte nicht nett sein? Was halten die alle hier ihr Finger so hoch? Achso, die wollen bezahlen, ja. Die müssen aber abkassiert werden. Die sind fertig mit Essen. Ja, dann mach. So, danke, Sir, danke, Sir, danke, Sir. $390 für zwei Essen. Nee, für drei Essen. Wucher. So, komm hier, Teller einsammeln. Ich muss doch noch kaufen. Ja, wie kaufen? Bist du immer noch nicht zurück? Das darf nicht wahr sein, ey. So. Die Teller müssen eingesammelt werden. Wo bleibst du ja, denn? Ja, jetzt hier. Oh mein Gott, wir sind Level Up. Hol die dreckigen Teller jetzt hier. So, boah, was liegt hier auf dem Boden? Das ey. Kannst du auch gleich einsammeln. Ja, du standst im Weg. Aber wohin mit dem Müll? Den Müll von dem Papierkorb. Wo tust du sonst den Müll hin? Welcher Papierkorb denn? Da vorne am Eingang. Da ist auch ein Paperkorb. Hier ist Dreck auf dem Boden. Ja, lass den Dreck nur Dreck sein. Hier, guck mal, der Kollege ist schon wieder fertig. Dem hat's geschmeckt. Teller abräumen, bitte. So, die Lady ist noch. Das ist hier ein Restaurant. Hier geht's ein bisschen zack, 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 ja, ich war nur zack, zack, zack. Erster Tag hier heute. Ja, oh. Du siehst ja, was die Sachen kosten. Was soll denn das jetzt heißen? Ey, aufwaschen schon mal. Ich mach doch. Ja, aufwaschen und dann wieder ins Regal tun, die Teller. Mach ich doch. Ja, gut. Und bisschen Beeilung in der Spüle hier. So, da, nächster Teller. Gut, können wir schon mal, warte mal. Wie ist das hier auch so von Tellerwäscher zum Millionär? Oh, hier, das eine Ding ist leer, Mädchenskinder. Da muss wieder Holzkohle rein. Ja, woher soll ich das denn wissen? Was soll ich denn noch alles machen? Das eine Essen ist aus. Kassieren wir die Leute vorne ab und hol mal die Teller. Ja! Vergesst das Geld bitte nicht, ja? Guten Tag. Danke fürs Geld. Ja, komm, kein Smalltalk hier. Einfach Kohle nehmen und weg. Ja, hallo, wir wollen noch eine gute Bewertung kriegen für unser Restaurant, oder nicht? Ja? Ja, da muss man auch freundlich sein. Was steht denn der Koch? Was liegt denn der Kochtopf hier auf dem Boden? Wer liegt auf dem Boden? Der Kochtopf. Der liegt nicht auf dem Boden, der steht hier. Ja. Okay, alles klar. Die Leute wollen essen. Ja, ich bin schon dabei am Grillen. Oh, sie freut sich richtig. Hä, da ist eine Hühnerbrust auf ihrem Teller nicht durch. Ja, wer hat die Hühnerbrust gemacht? Ich. Wer hat die Hühnerbrust gemacht? Ich, aber die war super. Ja, die war anscheinend nicht so super. So, pass auf, das neue Gericht ist schon wieder fertig hier. Super, so. Dann bring das. Komme, komme. Oh, der ist sauer. Oh, schon wieder Level up. Oh, sau, jetzt geht's aber richtig ab. Jetzt geht's aber los hier. Guck mal, was ich hier für einen positiven Input habe. So, komm, abkassieren hier, Teller. Hab ich doch schon. Die Hühnerbrust ist aus. Wir brauchen neue Hühnerbrust. Ja, dann mach. So, Hühnerbrust. Ich mach alles andere, du kochst. Sollte da nicht Pfeffer oder irgendwas drauf? Würzen. Chili-Pfeffer und Salz. Salz. Kannst du mir doch eine Hühnerbrust bitte herlegen? Warte, eine Hühnerbrust. Eine Hühnerbrust noch und ich brauche noch zwei Tomaten. Nee, warte mal, scheiße, wie viele Tomaten? Wir haben keine Tomaten mehr. Ah, du hast die noch nicht ausgepackt. Nee, was soll ich das machen? Was soll ich das machen? Ganz ehrlich. So, Tomaten bitte. Warte mal, was müssen wir jetzt hier schneiden? Tomaten, Hühnerbeine, Chili, Hühnerbein, Tomate schneiden. So, okay, alles klar. Tomate schneiden. Ich brauche bitte einen Teller. Einen großen. Ist ein Teller. Egal. Teller. Hier, Teller. So. Teller hingestellt. Gut, Petersilie habe ich da. Ist alles am Start. Gut, sehr gut, sehr gut. Da vorne muss abkassiert werden. Das ja! Das darf doch nicht wahr sein. Teller 1 habe ich nicht vergessen, junge Dame. Ja! Oh, hallo. So. Einmal. Zweimal. Tomaten. Geht auch schon gut ab. Ich kann nicht abwaschen. Wieso nicht? Ah, jetzt kann ich wieder abwaschen. Hab den Schwamm nicht gefunden. So. Da steht hier, Tag ist vorbei. Was? Tag ist vorbei. Da habe ich noch extra Hühnerbeine gekocht für die. Ey, ganz ehrlich. Das kotzt mich an. Ja, komm, einer ist noch. Alles umsonst. So, na dann, herzlich willkommen im Kebab. Haus. War gut. Ja. Haben wir draußen Obdachlose, denen wir das geben können? Ja, bestimmt. Das geht mir auf jeden Fall. Weggeschmissen wird nichts. Oh, sau. War ein Mann, ist das ein Stress hier. Ja, aber du bist ja nicht gewohnt, ne? Aber auf dem Arbeitsamt, da ist nicht zu viel Stress. Oh, doch, die machen auch oft Stress, Mann. So, hier, der Topf muss auch ausgeleert werden. Sauber gemacht werden. Müssen wir hier nochmal den Herd ausmachen oder geht der von selber aus? Kannst du ausmachen. Achso, nee, der geht von selber aus. Hast den abkassiert, alles? Ich sammle hier noch ein bisschen den Müll auf, ja? Habe ich gerade auch schon gemacht, aber ja, mach mal. Mach du mal, ja. Warum klimpert's denn?
denn hier so? Hier ist doch gar keiner mehr. Was denn? Der ist gerade rausgegangen. Ja, er klimpert so. Hörst du das nicht? Nee, bei mir klimpert. Wenn jemand nichts. So vorm Fenster steht und so Besteck aufeinander schlägt. Ehrlich? Ja. Das ist ja eine Katastrophe. Katastrophe. So, unser erster Tag ist rum. So. Und? Oh, so, den Grill lassen wir doch in Ruhe abbrennen. Sauber gemacht haben wir alles. Das was jetzt mit dem alles. Essen hier vorne? Ja, dann müssen wir mal gucken. Können wir das nehmen? Vielleicht nee. Können wir das entfernen. Ja. Dann entfernen das mal. Ist ja unnötig, Mann. Ja, ich das weiß. Gute leider Essen. Nicht zu ändern. Hätte ich mir echt sparen können. Ja. Vielleicht sollte man nur von einem eins jeden Tag machen, ne? Weißt du wie? Wenn alles ist wenn alle, alles ist an, aber essen. Dann sind die so unzufrieden. Ja, haben sie Pech. Ja, oder wir müssen halt direkt schon... Ach so, nee, das geht ja nicht. Wir können ja schon zwei von jedem machen. Wir bräuchten so... Kannst du nicht so Heizstrahler kaufen? Heizstrahler? Ja, dass wir direkt Gerichte zweimal machen können und dann stellen wir eins davon unter so eine Wärmelampe. Weiß ich nicht. Wir können mal ganz kurz... Du kannst gerne auch mal in den Shop gucken. Nimm dir das Tablet und da kannst du gerne mal gucken, was es alles Schönes gibt. Ich meine, was wir auch noch machen können... Oh, weißt du was? Was denn? Was hier fehlt, sind auf jeden Fall noch mehr Tische. Ja, das stimmt. Wir müssen hier, muss erstmal noch ein Tisch hin. Hier kann auf jeden Fall noch einer sitzen. Wenn ich da jetzt draufklicke, kaufe ich das? Oder gucke ich es mir dann erstmal an? Nee, dann guckst du es dir an. Ah ja. Nee, hängender Spießhalter. Nee, das wollte ich nicht. Warte mal, Station. Was, hängender Spießhalter? Was? Ja, ein Spießhalter. Aber das brauchen wir nicht. Ja, aber ist gar nicht schlecht. Doch, warte mal. Ist gar nicht schlecht. Können wir hier hinten hin machen. So. Zack, pass mal auf. Mach mal hier das obere. Oder nee, guck du weiter. Ich mach das selber. So, warte mal, hier waren irgendwo, sind hier die Köftespieße, da können wir hier Einzelherd. Hinhängen. Einzelherd? Warum hast du keinen Einzelherd gekauft? Du hast direkt hier einen kleinen Grill geholt, obwohl es auch einen Einzelherd gegeben hätte. Das war da schon drin. Ach so. Das habe ich nie erst gekauft. So, warte mal, wo gibt es einen Einzelherd? Der kostet nur 180, da kann man halt einen Topf draufstellen. Da kannst du einen Topf draufstellen? Ja, weißt du was, mache ich. Komm, hier baue ich dir einen hin. So, wohin baue ich den? Gefrierschrank. Ja, ich habe jetzt noch nicht sowas gesehen, wo man da so machen kann. Ey, du könntest mal ein Schild kaufen. Oberfläche. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ey, ein bisschen Dekoration tut eigentlich ja, gut. Ja, ja. Das erste Schild ist hübsch. Kebab. Das Kebab? Ja. Echt? Findest du nicht? Mhm. Dann das zweite Reihe, zweite von links. Das hätte ich auch genommen. Ah, dann los, hau rein. Zwei von links? Dieser Affe? Nee, was ist das? Affe, das ist ein Grill von oben und da liegt ein Spieß drauf. Was hältst du denn von dem zweiten von rechts? Ja, der ist hässlich. Ja, ist klar. Gut, kaufen wir halt das. Hä? Nee, das meine ich doch, ist hässlich. Du hast gesagt, das zweite von rechts. Das ist hässlich, das zweite von links, habe ich gesagt. Alles klar, gib mir nochmal 100 Euro aus, überhaupt kein Thema. Ja, das ist schön. So, wir brauchen aber doch hier einen Rahmen, brauchen wir noch. Dass das ein bisschen schöner aussieht alles. So ein Leuchtrahmen am besten. Oh, nee, warte mal. Das ist... Ja, oben bei Hintergrund. Ach, Hintergrund. Das ist ja cool. Da müssen wir eigentlich so einen Goldrahmen nehmen, oder? Ein orientalischer. Der passt da am besten. Der letzte, der freigeschaltet ist da? Nee, der ist ja oben in der ersten Reihe, der letzte. Ach so. Hä? Ach so, erste Reihe. Das ist aber doll. Der ist doll, aber der ist gut. Der ist doll, aber gut. Na gut, so. Okay. Ah, sieht gut, gar nicht schlecht aus. So, Schild, Außenbereich. Was können wir noch machen hier? Gar nicht. Stände? Nee, können wir auch nicht machen. So, pass auf, hier gibt es nämlich noch Folgendes. Und zwar... Wir können die Wand streichen, rosa. Ja, pass mal auf, hier gibt's Gourmet. Gourmet? Klick mal auf Gourmet in deinem Tablet. Gourmet, ja. Gourmet. Ja, wir können Juan anstellen. Nee, den können wir nicht anstellen, das ist ein Gourmet, den können wir einladen. Ach so. Und wir müssen jetzt noch 8-mal Hähnchenbrust servieren und wenn wir das serviert haben, haben wir den freigeschaltet, können wir den einladen. Also ich glaube, dann können wir den einladen und dann kriegt man die Sachen da frei. Fleischwolf, Dönerkocher und Rezepte kriegt man da freigeschaltet. Oh, dann können wir endlich Döner machen. Richtig. Oh, ja, geil. Da kannst du sogar einen Bankkredit holen. So, warte mal, gibt es hier Mitarbeiter? Oh, es gibt Mitarbeiter. Ja, passt zu unser Handynetz heißt Kebab Cell. Okay, ab 10 Mützen kann ich einen Mitarbeiter. Also dann, bis dahin musst du dich beweisen. Gut, ich würde aber sagen, geh mal erstmal rüber. Hier haben wir alles aufgeräumt. Und, ja, wie ist denn das? Kann ich jetzt bei dir schlafen? Ich weiß nicht, wohin sonst mit mir. Oh mein Gott, mein
ist ja jetzt nicht so schlimm. Nee, das freut mich, dass es nicht so schlimm ist. Max, also ich sag dir aber gleich, penne ich auf der Couch. Nö, ich hätte mich einfach dazugelegt. Oder hast du ein Problem damit? Kein Problem. Cool. Kein Problem? Oh, hoppala. Upsala. Die ist ein bisschen eng, die Bude. Wir haben direkt in die Wand gerannt, Mensch. Wenn ihr wisst, können wir noch ein bisschen vom Fancy chillen. Können ihr ein bisschen was knappern oder so? Ach, so ein Hund, Mensch. Ich hab einen Katze. Im Hundekorb. Ah, okay. Der hat ja gut gefallen. Der Korb, habe ich gedacht, ist ja egal. Ja, ja, nee, klar, auf jeden Fall. Katze, nee, genau. Schöne Wohnung, auf jeden Fall. Ja, sag ich doch. Bessere so. Küche als im Restaurant. Okay, ich würde mich kurz ausziehen, ja? Bleibst du draußen? Ja. Ich drehe mich um. Okay, und dann unter die Decke und dann ziehst du Decke bis zum Kinn und dann komme ich auch rein, okay? Nee, ich husche da schnell ins Bad. Kannst dich jetzt auch ausziehen. Ich bin da schnell im Bad, muss auch frisch machen. Ach so. Ich brauche, glaube ich, Hilfe beim Ausziehen. Wie? Ich komme. Alles klar, kein Problem. So, in diesem Sinne aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Schreibt gerne in die Kommentare, ob man hier in diesem Zweier gespannt. Ja, vielleicht geht der. Nee, ich glaube, 3 ist echt ein bisschen viel, oder? Warum bist geht du so das? Mit deinem riesen Hub? Ja, ich denke auch gerade, das ist ganz schön nah hier. Das drückt ganz schön hier am Brustkorb. Ja, nee, bis 4 geht. Aber ich glaube, das ist absolut Chaos. Ja, in diesem Sinne, schaut bei Sophie vorbei. Links in der Videobeschreibung. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.